Hamburg. Pro Arminius, Applaus! So, moin Stuttgart. Guten Tag. Und zwar, ja, ich bin jetzt hier mit Dennis auf Tour. Das ist irgendwann egal. Und wir waren hier in Stuttgart in der Bar in Gurum. Irgendwo. Und dann da sind wir aufgetreten. Und dann sind wir noch in die Schräglage gegangen. Kennt ihr die Schräglage? Schön mit 16-Jährigen gefeiert. Ja, und auf jeden Fall, wir haben halt durchgezeckt irgendwie. Am nächsten Montag, am nächsten Tag mussten wir früh aufstehen, weil mussten wir. Und ich war halt ein bisschen angeschlagen, weil mit 16 Jahren echt offen heutzutage. Und bin so ein bisschen schlaftrunken durch die Bude gestolpert. So. Und hab mir so einen kleinen Zeh gestoßen am Tisch. Das kennt ihr sicher alle, ne? Und, aber so ein richtig männlicher Stoß. So, so der kleine Zeh brach so in drei verschiedene Richtungen. Und pochte und wurde dick und blau und Blutfontänen spritzten. Ist auch nicht übertrieben. Und ich bin Choleriker und ich reg mich auf, so, ah, fick dich türkisch, du bist ein Hurensohn und deine Mutter, fick Ziegen, ich hasse dich. Und das Hotel, da war ich auf meine Kreditkarte gebucht, also war es egal. Und auf jeden Fall, ich habe mich mega lange aufgeregt, irgendwie 5 Minuten lang, so lange, dass sogar meine Bodenlatte abschwoll. Und dann bin ich direkt aufs Klo gegangen und stehe halt so, Pinkels. Und wenn ich fertig bin, macht ihr wahrscheinlich auch so, dann tupst du doch mal ab, ne? Weil sonst geht das alles in die Hose. Er guckt so, als wenn er es nicht machen würde, aber kann ich dir nur empfehlen, weil das ist ja egal. Auf jeden Fall, ich nehme so die Rolle Klopapier, will so abtupfen und bekomme so spontan Parkinson oder so. Und mir zuppelt die so aus der Hand und fällt ins Klo. Und wir gucken das an, erstmal so, irgendwie 2 Minuten lang. Und wie die Rolle Klopapier sich halt so mit Wasser und Urin vollsaugt und irgendwann ist die ganz drin. Und ich drehe wieder durch, fick dich doch! Spasti! Deine Mutter ist haarig und so! Und dann denke ich mir so, okay, 1:0 für Gott, ich resigniere. Ich bin hin oder so. Aber er ging nicht, weil wir mussten auschecken. Und dann dachte ich mir so, ah, das macht dich wieder fit. Du gehst jetzt schön zum Bäcker, ne? Und holst dir Mettbrötchen. Nenn mich Mett. Und humpel also los zum Bäcker, ne? Hab so Flecken in der Hose. Weil, ne? Und geh halt zum Bäcker, so, mach die Tür auf so, Ringeling, Palippalipp oder so. Und vor mir 4 Rentner. Warum? Warum gehen Rentner morgens um 7 zum Bäcker? Können Sie mir das erklären? Rein zum Bäcker. So. Ach, ist das Ihr Mann? Okay. Seltsames Pärchen. So, auf jeden Fall, ich gehe weg rein, 4 Uhr, 4 Rentner. Und ich krieg gerade auf, weil, warum gehen die um 7? Die können doch irgendwie später, also, die haben noch Zeit. Also nicht direkt, aber an dem Tag haben sie Zeit. Ja. So, und, also, weil die können ja irgendwie um 10 aufstehen und dann rumheulen, dass sie was sterben und so ein Scheiß. So, auf jeden Fall, aber, der erste, die war gerade dran, die hat so eine ganz kleine Oma, die war irgendwie 1,20 oder so, fand ich eigentlich so, die hat so ein Kleid an und so ein Hut passend zum Kleid, voll putzig und so, und auf dem Hut waren so Rüschen und Federn und so eine Actionfigur und voll fancy und eine Handtasche so, und sie sah aus wie so eine kleine Queen, so steht sie da so, hat so eine lange Jugendnase damit ihr das natürlich vorstellen könnt. Na egal, und dann steht sie, und sie bestellt 4 Scheiben Schwarzbrot und die Bäckereifachverkäuferin, wir nennen sie einfach mal Uschi, sagt so, ja, sehr gerne, schneide. Und die Omi, ja, vielleicht ein bisschen dünner. Und Uschi, ja, sehr gerne, schneide. Und die Omi wieder, vielleicht doch noch ein bisschen dünner. Uschi, Stolperstück. Und Omi wieder, jetzt vielleicht doch ein bisschen dicker. Und Uschi, irgendwann, nach gefühlt 2 Stunden und 3 Broten, die sie aufgeschnitten hatte, hat sie dann 4 Scheiben genommen und hat so ein Plunderstückchen bestellt. Und dann hat die Uschi das reingepackt, so ein Tütchen, und dann sagt sie 2,40 Euro bitte. Und Omi nimmt die Plunderstückchen und das Schwarzbrot, packt das alles in die Handtasche rein. Und ah, welche Überraschung, ich muss auch bezahlen. Und das Schwarzbrot schaut so wieder hoch, das Plunderstückchen wieder hoch. Und da drin rum, Stumpfhosen da halt. Holt das Portemonnaie raus, so, packt das Schwarzbrot wieder ein, packt das Plunderstückchen wieder ein. Und das Portemonnaie, klick. $0.50.
Krone. Ich war letztes Mal mit meinem Enkel in Dänemark und der ist 3 geworden, er ist voll süß, er hat auch schon eine Freundin, er ist bei der Playboy und so. 85 Cent. 1,25 €. Na, wer hat's gemerkt? Für was? Genau, 40 Cent Stück gibt es nicht. Schön, dass du dem, der Mann, der sich einen Pickel, das nochmal erklärst. So, das dauert jetzt noch ein bisschen, ich kürze das mal ab. Ne? Also, und sie hatte nur 2,20 €, reicht nicht, also muss man es einpacken. Die Leute schon alle, ach, Homie. Und dann füllt sie den rum und knüllt so wie Origami so einen kleinen 100-Euro-Schein auf. Und Uschi hier sagt natürlich, es ist 7 Uhr morgens, kann ich nicht wechseln. Und Omi, mir gibt der Startdruck, ich will. Ich stehe am Tag genervt, nur Tinder durch, Mensch. Super like! Hab ich dich auch geliked schon? Noch nicht, mach ich auch nicht. Dauert ewig. Und auf jeden Fall, ich bin irgendwann dran. Und dann, bisher war Stuttgart echt schön, ne? Aber dann hat sie etwas gesagt, das heißt so. Das hat Stuttgart für mich kaputt gemacht. Stuttgart. Sie sagte nämlich, in Stuttgart, da kriegen sie am Bäcker kein Met. Da müssen sie zum Metzger gehen. Ja, wieso ist das so? In Flensburg kriege ich überall ein Brötchen mit Met. Ich kann zum Kost gehen, was ihr auch nicht habt. Was habt ihr hier? DM oder Aldi Süd, keine Ahnung. Na, überall kriege ich Metbrötchen, hier nicht. Ja, und dann sagt sie, das haben wir nicht. Und ich denke nur so, oh, Hure. Und ruppel wieder aus dem Laden raus, wo ich jetzt tun wurde, weil meine 5 Minuten sind wahrscheinlich oben und deswegen, Dankeschön.